Und damit willkommen zurück zu Assassin's Creed, meine lieben Freunde der französischen Revolution. Wahrscheinlich hat man nichts verstanden, weil ich komplett genuschelt habe. Ist auch egal. Wir haben diese Mission ja abgeschlossen und eigentlich gehe ich ja in diesem Takt vor, dass wir erst hier die machen. Dann die eine da oben, dann gehen wir hier runter und machen die alle hier. Der Reihe nach. Aber da ich gerade ein bisschen eingespielt bin, würde ich sagen, wir spielen gleich das Turnier. Eine Schwierigkeitsstufe 5 für 4 Spieler ausgelegte Mission. Die Folge könnte die Hölle werden, Leute. Ich meine, ich versuche eine 5er Mission, die für 4 Spieler ausgelegt ist. Also für 4 Spieler sehr schwer sein soll. Alleine. Ja. Mal gucken, was draus wird. Ich meine, ich bin gerade eingespielt so ein bisschen. Und deshalb würde ich sagen, mach es lieber jetzt, als in ein paar Wochen, wo ich nicht mehr kann. 1793. Das französische Heer sucht eine Schar guter Männer. Ist das ein Schwert in deiner Hand, Junge, oder ein Spaten? Vielleicht wärst du lieber Viehzüchter geworden. General Marcourt. Im Namen der Freiheit schlachtete er Menschen in ganz Frankreich ab. Die Templer liebten ihn. Die Revolution kam für Marcourt und seine Templerverschwörer nicht schnell genug voran. Auf de Molay. Also planten sie einen Militärputsch. Was Marcourt nicht wusste, war, dass einer seiner Templer-Mitverschwörer gar kein Templer war. Alexandre Dumas, militärischer Held der Neuen Republik und ein Freund der Bruderschaft. Dumas war hardcore. Ein Kriegsheld, der allein gegen ganze Bataillone kämpfte. Napoleon verglich ihn mit einem römischen Helden. Mit dem Turnier will Marcourt die Besten und Begabtesten für seinen Putsch rekrutieren. Als Antwort, die Gewinner des Turniers dürfen Marcourt persönlich kennenlernen. Gewinnt das Turnier und tötet die Templerverschwörer. Glaubt ihr, habt das Zeug dazu, Bürger, ja? Da tritt vor und zeigt, was ihr könnt. Ach du Scheiße. Da müssen wir uns natürlich erstmal feinere Sachen anziehen für einen Wettbewerb. Ich würde sagen, das hier ist edel. Ohne offizielle Genehmigung könnt ihr nicht am Turnier teilnehmen. Ihr findet die Papiere in der Nähe, aber sie sind nicht leicht zu bekommen. Seht die nächsten Helden der Revolution nicht! Dann nehmt euch die französische Soldaten. Also tötet keine anderen französischen Soldaten. Hört ihr nicht auf. Oh Leute, ich krieg ja voll aufs Maul. Wenn ihr weiter Leute tötet, merken die, dass etwas cool ist. Ja. Wie soll ich es denn sonst machen? Kann ich ja jetzt nichts dafür. Warum muss ich 4 Genehmigungen sammeln? Reicht nicht eine für mich aus? Anscheinend nicht. Ist schon komisch, dass ich für 4 Leute alles einsammeln muss. Das wird schrecklich. Er wird komplett misstrauisch werden. Kann die Mission eigentlich failen? Wenn ich zu viele Leute töte?
Das ist übel. Scheiße! Scheiße! Wo sind denn auf einmal meine ganzen Leute hin? Das ist eine gute Frage. Muss jemand eine ruhige Hand gehabt haben? Oder es war ein schöner Tag. Ich bin ein schrecklicher Assassiner. Ich bin wirklich ein schrecklicher Assassiner. Ich meine, ich habe Rauchbomben. Und ich könnte sie da reinzimmern. Du wirst über meine Leiche steigen müssen. Für den Ruhm unserer Revolution. Der Scharfschütze muss weg. So viel steht fest. Es war nur Einbildung, mein Freund. Schaff es noch einer. Noch ein Scharfschütze. Die müssen selbstverständlich alle weg. Na los, guck weg. Diesmal sind nicht so viele gestorben. Nun zur ersten Aufgabe. Zeit für eine kleine Parkour-Demonstration. Ich will sehen, wie geschickt ihr wirklich seid. Kein bisschen. Selbst die Stadtwache will heute antreten. Denkt daran, ihr müsst schnell die Flaggen einsammeln. Dann dürft ihr zur nächsten Aufgabe. Beginnt! Aber ist das nicht unmöglich, Mann? Als Solospieler macht. Hä? Hier dran. Hanno, bitte. Steuerung. Och. Der Moment, wenn es die Steuerung dir unmöglich macht, das zu tun, was du machen sollst. Ich gehe auch überhaupt nicht mit Taktik vor. Darüber. Hier hoch. Anno, hoch. Alter, wo rennt er denn lang? Da hoch jetzt! Wie soll ich denn das jemals machen? Runter, Anno!
das zu machen. Wie soll man das denn mit der Steuerung überhaupt hinkriegen? Und dann auch noch alleine. Das check ich nicht. Will heute antreten. Erfüllt das Paris ist der letzte mit Brief. Schreitet nun zur ersten Aufgabe. Denkt daran, ihr müsst schnell die Flaggen einsammeln. Zeit für eine kleine Parcours-Demonstration. Ich will sehen, wie geschickt ihr wirklich seid. Das war schon mal nichts. Hä? Sehr lustiges Spiel. Gut, kriege ich die halt nicht. Hallo, woran hänge ich denn? Alter! Alleine niemals machbar. Ich hab die doch. Ach komm. Es ist echt eine Schweinemission, ist das. Und dann immer dieser 3 Jahre lange Ladebildschirm. Guckt euch doch diesen verfickten Ladebildschirm an. Stadtwache will heute antreten. Stadtwache will heute antreten. Weißt du was? Wie wär's, wenn du ein dämliches, fettes Maul hältst? Zeit für eine kleine Parcours-Demonstration. Ja, dann los. Ich will sehen, wie geschickt ihr wirklich seid. Okay, hier war keiner. Schätze mal über mir. Jetzt kommt der Teil, wo sie richtig unübersichtlich werden hier. Hier hab ich. Arno, schnell umdrehen, weiter. Komm, 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 komm. Weiter, 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 weiter. Über. Hoch da jetzt. Nee, runter, dahin. Okay, jetzt hier an der Stelle runter. Habe ich nicht bekommen, alles klar. Warum auch immer. Runter da. Lass los, drunter durch. Drunter durch. Lass doch los. Hier runter. Zählt nicht, kriege ich nicht. Ist in Ordnung, Spiel, ist in Ordnung. Wie soll ich denn die da kriegen, bitte? Soll ich mich jetzt hier runterhängen? Ja. Danke, Arno. Das ist wieder nicht das, was ich dir drücke. Das ist vor allem, was ich dir drücke. Nee, komm, vergiss es. Kann man abbrechen. Das schafft man nicht alleine. Das schafft man nicht alleine. Ey, wer hat sich denn so einen Dreck einfallen lassen? Weißt du, was ist denn mit Leuten, die sich nicht PS Plus kaufen wollen? Die können ja keine 100% im Spiel erreichen, oder was? Stadtwache will heute antreten. Komm, halt die Fresse, kann ich dich irgendwie töten? Halt die Fresse, Alter. Nee. Also die Mission ist nicht machbar. Piss dich, Alter. Also Leute, das Video ist an der Stelle zu Ende, weil die Mission nicht machbar ist.
Ach ja, guck's dir doch an, wie wirklich jeder wieder seine verfickte Pistole rausholen muss. Jeder holt hier seine Schwanzverlängerung raus. Ach, leck mich. Haut rein, bis zum nächsten Mal und schreibt einen Klagebrief an Ubisoft dafür, dass diese Mission scheiße ist. Haut rein.